Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lahn, ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es um was Neues und zwar wollen wir heute ein paar Quantum-Token aufmachen und wer sich jetzt fragt, was das ist, naja, ich will es euch einmal kurz erklären. Ich habe nämlich ein bisschen was zusammengesammelt, das sind nämlich hier auf Deutsch Quantentoken oder Quantenstangenwaffe haben wir hier zum Beispiel oder hier Quantenfokus, Schwert, also es gibt alle möglichen Waffenarten. Und auch alle möglichen Gearten, wobei beim Gear ist es ein bisschen beschränkt. Da gibt es leider nur den Kopf, Schultern, Brust, Hände und Hosen, also quasi die 5 Slots, auf die man sein Tiergear hat. Was es nicht gibt, sind halt leider Schuhe, Gürtel, Handgelenke und Rücken gibt es leider auch nicht. Trinkets, Ringe, Hals fällt natürlich auch raus, aber da kann man ja auch kein T-Mog kriegen. Denn, wie ich es vielleicht gerade schon ein bisschen geteasert habe, aus den Dingern gibt es T-Mog. Und diese Teile gibt es in einer Instanz, und zwar befindet sich die gerade hinter mir. Das ist einmal die Dämmerung des Ewigen. Und die Dinger droppen dann einmal vom Endboss von dem werten kleinen Deos. Und ja, aus diesen Quantentokens kommen ganz viele verschiedene Sachen raus, denn wir kriegen jegliches T-Mog von Classic bis einschließlich Shadowlands, also alle Expansions eigentlich bis auf die aktuelle, also Dragonflight ist leider raus. 100% der Items sind es leider nicht, es sind glaube ich keine Händler-Items dabei, es sind größtenteils die Quest-Items nicht drin und jetzt bin ich gerade überlegen, was ist sonst nicht drin, PvP-Items sind glaube ich auch keine drin, aber man kriegt alle möglichen Items aus Raids, von irgendwelchen Rares, die irgendwo World Drops sind, ne? Also die ganzen Sachen kriegt man auch, Dungeons natürlich und es sind auch ein Haufen removede Sachen drin und deswegen wird es interessant. Ich farm die Dinger jetzt schon seit 2-3 Monaten, würde ich sagen. Mit meiner ganzen Char-Armada und lauft es immer auf und ab, diese Instanz. Ich habe da nämlich eine schicke ID mit meinem Hunter und da können wir direkt immer zum Endboss den umhauen und im Mythic-Modus droppen davon für jeden Spieler immer ein Token. Heißt, wenn man da mit 5 Leuten reingeht, sind halt auch 5 Tokens drin. Für Leute wie mich, die jetzt schon sehr, sehr viel T-Mog haben und denen nicht mehr so viel, vor allem in den älteren Expansions, fehlt, ist es eine schicke Sache, weil ich kriege dann hinten raus die ganzen seltenen Items, denn es ist nämlich so, man kriegt nur die Sachen raus, die man noch nicht hat. Heißt, umso mehr man schon hat, umso kleiner ist der Pool, aus dem man die Items kriegt. Und dementsprechend, da ich jetzt die ganzen nicht so seltenen Sachen natürlich schon alle gefarmt habe, ne, kriege ich einen Haufen seltene. Da sind, wie gesagt, auch removed Items drin. Und es sind auch IDs drin, die niemals im Spiel verfügbar waren. Ne? Also Blizzard hat in der IP quasi auch Items, die mal irgendwann designt wurden, aber die nie ins Spiel gekommen sind. Und auch die kann man da tatsächlich rauskriegen. So, jetzt ist aber die Problematik, dass man da, wie gesagt, IDs rauskriegt und nicht die aussehen. Ne? Vielleicht für die Leute, die da jetzt nicht so ganz firm sind in dem ganzen T-Mog-Ding. Es gibt einen Unterschied zwischen IDs und Unique Appearance. Ich kann das jetzt mal hier zum Beispiel zeigen. Es ist jetzt hier dreimal der Legendary-Bogen drin. Und der sieht auch dreimal komplett gleich aus. Es gibt da insgesamt 4 IDs. Ne? All the Things zeigt die hier unten auch an. Das sind unten einmal die Zahlen, die ihr seht, mit den verschiedenen IDs. Und jetzt ist es so, wenn ich dieses Token einsetze, dann kriege ich quasi oder habe die Chance, jede von diesen IDs zu kriegen. Ich persönlich bin auch ein ID-Sammler. Wenn man jetzt nur Aussehen sammelt, ist es natürlich ein bisschen schade, weil man dann oft quasi dasselbe Aussehen bekommt, bloß mit einer anderen ID und das bringt einem nicht so viel. Das Problem ist jetzt so ein bisschen, dass am Ende, wenn man mit dem Tokens fast fertig ist, man das Token nicht mehr einsetzen kann, wenn man jedes Unique Appearance hat, also jedes quasi Aussehen. Wenn dann aber noch IDs über sind, kriegt man diese IDs nicht mehr. Das habe ich jetzt letztens auch erst im All of Things Discord erfahren, wie das genau funktioniert. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, mache ich das Video jetzt auch. Ich weiß nämlich schon etwa, was für Sachen drin sein kann. Es kann aber, wenn es blöd läuft, so sein, dass ich ein paar IDs nicht bekommen kann, weil ich alle Unique Appearance habe und dann das Token nicht mehr einsetzen kann. Und das werden wir uns jetzt angucken. Wir wollen nämlich heute einmal die restlichen Bögen aufmachen, die restlichen Gleven, Schusswaffen und dann in dem zweiten Teil will ich noch auf die Schilde eingehen. Denn ich bin mittlerweile mit allen Rüstungsklassen mit dem Gear-Token soweit fertig. Also ich habe eigentlich jegliches Stoff, Leder, Platten und Ketten-Item auf den 5 Slots, die ich vorhin erwähnt hatte. Und bei den Waffen habe ich jetzt auch alle Einhandschwerter, Zweihandschwerter, Einhandäxte, Zweihandäxte, Einhandkolben, Zweihandkolben, Schildhände, Stangenwaffen, Stäbe und was es da noch so alles gibt. Also mir fehlen eigentlich nur noch die 2 Rangewaffen, Bögen und Schusswaffen. Also da fällt mir ein, Armbrüste habe ich auch schon fertig und quasi Gleven bzw. die Schilde.
Und dazu habe ich auch ein kleines Sheet gebastelt. Hier, das blendet euch jetzt vielleicht ein bisschen, wo ich so ein bisschen die Items immer mitgezählt habe, wo ich mit was fertig bin. Ne? Da habe ich dann hier oben zum Beispiel gezählt, wie viel fehlen mir im Live-Game, wie viel fehlen mir noch im Timewalker. Timewalker-IDs sind manche drin, manche sind nicht drin. Das ist leider nicht so einheitlich bei Blizzard. Dann gibt es removede Sachen, von denen ich weiß. Es sind natürlich auch removede Items oder Items, die niemals implementiert worden sind, quasi mit drin. Dann habe ich das so ein bisschen zusammengezählt. Um dann aber sicher zu sein, habe ich, als mir nur noch ein paar Items gefehlt habe, diese Tokens auf dem PTR kopiert, das kann man machen, und habe sie auf dem PTR eingesetzt, habe auch meine Daten vom Livegame rüber kopiert und da bin ich jetzt quasi auf endgültige Daten gekommen. Und jetzt brauche ich aktuell, ne, ich habe vorher schon einige eingesetzt, aber seitdem ich gemerkt habe, okay, diese vier Arten sind so die letzten, die mir fehlen werden, habe ich die Tokens aufgehoben und habe zum Beispiel in BFA noch ein paar Sachen gefarmt gehabt, wo ich mir denke, okay, jetzt farme ich hier ein paar Items, dann brauche ich quasi weniger Tokens, ne? Und da ich bei den Tokens ja immer nur das kriege, was ich nicht habe, hebe ich lieber die Tokens auf, farm halt quasi Stuff, den ich noch farmen kann, und umso näher ich dann auf die Zahl komme, was ich an Tokens habe, kann ich sie irgendwann halt dann einsetzen. Und das ist jetzt halt der Fall, ne? Bögen habe ich, hier unten, seht ihr, habe ich jetzt 14 gefarmt, ne? Ich habe mir auch die Chars aufgeschrieben, auf welchen ich die Bögen quasi habe, brauche noch 14 Tokens, dann Schusswaffen habe ich 16 gefarmt, brauche noch 14, Gleven habe ich 8 Token noch rumliegen, brauche jetzt noch 7 und Schilde habe ich 27 gefarmt, brauche aber 43, deswegen Schilde machen wir diesmal noch nicht, aber die anderen beiden oder die anderen drei Waffenarten. Gut, das ist soweit das, was ich euch jetzt erstmal als Vorgeplänkel erklären wollte und dann würde ich sagen, starten wir durch und als allererstes machen wir einfach mal die Gleven. So, sind wir auf dem ersten Char. Mein Nutella-Char hier, der hat, warte mal, das sind die falschen. Das sind noch die Beintoken, ne? Aber da seht ihr, wenn man alle Vorlagen hat, dann sagt er hier auch, hier, man kann es quasi nicht mehr einsetzen. Wir wollen jetzt aber die Gleven benutzen und mal gucken, was da Schickes rauskommt. Also, die erste Gleve haben wir schon mal. Das ist einmal dieses Teil hier und das ist auch Sanktum der Herrschaft. Also, was ich aktuell gefarmt habe, sind quasi die ganzen Raids und Außenbereiche und Konsorten bis einschließlich BFA, ne? Ihr seht, BFA sind jetzt hier noch ein paar Sachen immer drin, aber das sind eigentlich keine Waffen im großen Teil, sondern halt, seht ihr, Schuhe, Gürtel, Handgelenke, das sind halt immer die Slots, die da noch übergeblieben sind zum Beispiel. Und ja, also in Shadowlands kann ich aktuell noch nicht alleine die Sachen farmen, deswegen sind die meisten tatsächlich noch aus Shadowlands. So, jetzt gucken wir die zweite Gleve auch noch an, das ist diese hier. Und die ist natürlich auch aus Shadowlands, vom Taragru ist die. Gut, dann gucken wir weiter. So, dann sind wir auf dem nächsten Demon Hunter. Hier habe ich auch nochmal zwei Gleven. Mama, was haben wir da Schickes drin? Das hier ist auch aus dem Sanktum der Herrschaft, ebenfalls vom Taragru. Jetzt haben wir quasi die Gleve aus dem HC noch. Und dann aus dem Mausoleum im Normal noch eine. Jetzt sind wir bei 4. So, dann sind wir auf dem nächsten Demon Hunter. Da haben wir auch noch eine Gleve. Das ist dann Nummer 5. Die ist einmal aus dem Mausoleum, aus dem LFR. Mal drüber fahren, wie sie ausguckt. Ja, geht. Dann habe ich hier den Tela DH. Der hat auch noch eine Gleve. Müsste dann Nummer 6 sein. Das ist hier die blaue. Ich würde die jetzt gern anschauen, aber ich bin hier diesem Dienste-Channel. Ah, das ist die von dem Spezialevent, Zorn des Kerkermeisters. Da bin ich auch letztens ein bisschen am Farmen gewesen. Das ist schon mal nice. Die ist auch mit dabei. Sehr schön. So, dann müssten wir jetzt hier Gleve Nummer 7 haben. Das müsste jetzt eigentlich die letzte sein, die ich einsetzen kann. Und dann habe ich noch eine Backup, um es zu testen. Ah, nee, okay, das war jetzt schon die letzte. Dann habe ich zu viele Gleven sogar gefarmt. Interesting. Gut, die geht jetzt schon mal nicht mehr. Dann sind wir mit Gleven tatsächlich durch. Haben sie alle. So, bevor wir jetzt die nächste Waffenart angehen, mir wurde letztens gezeigt, wie ich im All of Things die Waffen filtern kann. Seht ihr, das sind jetzt noch alle Gleven, die drin sind. Das ist halt hier Nummer 35. Und die sind alle jetzt, wenn dann in Dragonflight oder hier Shadowlands bei Händlern, ne? Also die Sachen sind nicht drin, die Händler-Items. Und hier die aktuelle PvP-Gleve, die ist auch nicht drin. Aber das sind halt alle Gleven, die mir jetzt noch fehlen.
Gut, jetzt würde ich sagen, schauen wir mal Schusswaffen und Bögen noch. So, ich wollte jetzt eigentlich erst die Bögen oder erst die Schusswaffen machen, aber da ich das eh auf denselben Chars habe, ne, beides sind ja Range-Kampfwaffen, was ja nur Schurken, Krieger und Jäger quasi tragen können. Und dementsprechend, ja, machen wir die jetzt ein bisschen gemixt. Wichtig ist bloß bei den Bögen, da dieser Legendary-Bogen quasi mit dabei ist. Oh, ich sehe gerade All the Things Spektrum, müssen wir nochmal reloggen. Was soll ich sagen? Genau, weil da dieser Legendary-Bogen dabei ist, müsste ich am besten erst das alles auf Kriegern und im Schurken aufmachen, denn der Legendary-Bogen ist Only Hunter. Und ich hatte das schon mal mit einer Hose, die nur ein Shami kriegen konnte, den konnte ich auf dem Hunter nicht kriegen. Da musste ich das dann tatsächlich nochmal ein extra Token auf dem Schamanen aufmachen. Deswegen schätze ich mal, weil hier, seht ihr, Klasse Jäger dran steht, machen wir die als letztes. Gut, dann fangen wir mal an. Hier mit der Schusswaffe. Ich hoffe, ich kriege ein Remove das Item raus. Schauen wir mal. Die Donnerbüchse ist drin. Aber das ist... Ah, nee, das ist die falsche. Das ist aus Time Walker. Okay, aber es ist auch nicht schlecht. Time Walker Item. Was haben wir da für einen Bogen? Hoffentlich einen guten. Vielleicht Damen Remove das. Der Bogen ist einmal... Ah, doch, der ist ziemlich selten. Das ist aus Tor der untergehenden Sonne. Das ist quasi hier in MOP mein letztes Dungeon-Item gewesen. Das brauche ich nur noch die World Boss. Ja, ist auch nicht schlecht. Den zu farmen, kannst du hunderte Runs, wenn es blöd läuft, laufen. Sehr schön. So, dann haben wir hier den Dark Teli, ist der nächste Schurke. Gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir einen removeden Bogen. So, das ist irgendein blaues Item. Oh, ich sollte immer den Handelschat ausstellen. Ja, jetzt finde ich es nicht mehr. Leaf 5. Ich habe hier immer den Dienste-Chat an, da auf einem Hypop-Server. Also ich weiß auch nicht, es macht auch gar keinen Sinn, da irgendwas zu posten, selbst wenn man da was anbietet. Das rollt so lange durch. Ah, seht ihr, das ist ein removedes Item. Das ist schon mal sehr gut. Kann man auch angucken, wie das aussieht. Ja gut, das ist halt irgend so ein Classic-Item, was jetzt nicht geil aussieht. Aber das ist auch nicht eins, das im All the Things quasi gelistet ist. Da mache ich jetzt mal noch einen Screenshot von und tue das im All the Things Discord melden, dass die das mit dabei haben. Gut, und dann tun wir die Schusswaffe auch noch öffnen. Dann können die das nämlich eventuell eintragen, dass das damit rauskommt. Okay, die Schusswaffe ist ein Item aus dem Mausoleum von Raigalon. Ja gut, ziemlich basic stuff. So, als nächstes haben wir hier meinen Horden-Worry, den Schlitzer. Der hat auch nochmal einen Bogen. Und dann müssten wir, glaube ich, mit den Non-Huntern durch sein, mit den Bögen. Ah, seht ihr? Hier habe ich einen von den Removeden gekriegt. Die sind jetzt hier eingetragen unter der Instanz. Also das ist schon eingetragen, das muss ich nicht im All the Things Discord melden. Aber das ist auch ein ehemaliges removedes Item. So, dann machen wir jetzt mit den Huntern weiter. Hier habe ich auf dem Talador auch nochmal eine Schusswaffe. Und da haben wir was raus. Hier, das Ding ist aus dem Sanktum der Herrschaft, aus dem HC. Wächter der Ersten, okay. Dann haben wir auch noch zwei Bögen. Komm, gib mir was Seltenes. Ah! Schau mal, ich habe eine ID bekommen von dem Legendary-Bogen. Aber ich habe die ID bekommen, die noch im Spiel drin ist. Also ihr seht das Ausrufezeichen, das sind die Missing-IDs. Ich hoffe, die kriege ich auch noch. Jetzt hoffen wir, dass wir noch die anderen Sachen vorher kriegen. Ah, kacke, was ist das? Zeitwanderung, Kataklysm. Ah, wenn es blöd läuft, bleibe ich auf den IDs hocken, ne? Ah, ich will es nicht hoffen. So, dann haben wir hier meinen Hunter auf Krakchin, den Malorin. Und der hat auch noch einiges rumliegen. Der hat sogar auch noch diese Quanten, Schusswaffen, Armbrüste und Bögen. Oh, ich sehe gerade, das All the Things buggt mal wieder. Da muss ich relativ oft einfach einmal reloggen. Und dann soll es funktionieren. Wir wollen natürlich nämlich auch sehen, was wir rauskriegen. Und das zeigt All the Things dann immer relativ schön mit im Chat an. So, jetzt soll es funktionieren. Okay, bei dem Donnerrufer gibt es auch mehrere IDs. Ich hoffe, ich kriege da alle. Ah, schau mal, das ist schon mal eine von den Removeden. Okay, das ist schon mal sehr gut. Die ist jetzt hier auch schon mal rausgeflogen. Dann setzen wir die nächste ein. Ich hoffe, dass ich Donnerrufe jetzt rauskrieg. Nein, ich krieg die andere Removede. Das ist schlecht an der Stelle. Weil ich habe hier schon eine ID. Wenn es jetzt blöd läuft, kriege ich die nicht mehr. So, jetzt Daumen drücken, dass ich nochmal die anderen Legendary-IDs krieg. Was ist das jetzt hier gewesen? Das zeigt es mir im Chat jetzt nicht an.
Das ist die Schusswaffe. Moment, das ist die falsche. Die hatte ich eben. Andere, die muss ich erwischen. Ah, das hier habe ich gekriegt. Never available to player. Okay, da mache ich jetzt auch mal noch ein Foto von. Eventuell kann ich das noch posten. Das war aber nicht das, was ich haben wollte. Ah, das sieht gut aus. Ja, das ist die zweite ID. Seht ihr, jetzt habe ich zwei von den ID-Teilen. Kommen jetzt gleich die dritte hinterher. 50% haben wir jetzt hiervon. Nice, das ist die nächste ID. Okay, das läuft schon mal gut. Jetzt brauche ich noch eine von denen. Ich darf das Item halt nicht kriegen, bevor ich die anderen IDs kriege, ne? Beziehungsweise das hat auch mehrere IDs. Da muss nur irgendwas in Shadowlands offen sein, was ich noch nicht habe. Gucken wir mal. Aber bis jetzt läuft es nicht schlecht. So, dann haben wir hier den Hunter auf Erida, den Drakuro. Schauen wir mal. Die letzte ID vielleicht noch. Nee, ich habe irgendeinen anderen Bogen gekriegt. Was ist das für einer? Das ist ein... Ah, das ist aus der Vision, der Bogen. Der ist auch selten. Gut, dann muss ich den schon mal nicht mehr farmen. Ich kann euch mal zeigen, wo das her ist. Das ist eigentlich bei Erweiterungsfeatures BFA. Und dann ist das hier aus der Vision gewesen. Das ist das letzte Item, was man halt aus diesen Missionen farmen kann. Und das kriegt auch nur ein Hunter, so wie ich das nachgelesen habe. Wollte ich irgendwann mal farmen, aber ich dachte mir, gut, vielleicht kriege ich es hier über die Quanten-Items. Und tatsächlich habe ich es daraus gekriegt. Wunderbar. So, jetzt haben wir hier bekommen einen Bogen aus Sanktum der Herrschaft. Das ist jetzt nicht gut. Wenn es jetzt blöd läuft, kann ich das Token nicht mehr aufmachen für die letzten beiden Sachen. Mal gucken. Dann sind wir jetzt beim Aristor. Der hat noch einmal eine Schusswaffe. Ihr seht, der hat auch noch ein paar Schilde rumliegen, aber die machen wir dann beim nächsten Mal auf. Da war jetzt Donnerruf dabei. Okay. Das ist jetzt die zweite ID. Und das ist, glaube ich, die Non-Removed, oder? Vortex-Gipfel hat C. Nee, da ist die, glaube ich, nicht drin. Also, das war anscheinend auch eine Removed-Version. So, jetzt haben wir hier den Black Lady noch auf Blackmore. Da habe ich auch noch eine Flinte. Und da sagt er mir jetzt, dass ich schon alle habe, aber da sind noch ein paar Removed-Dinger mit dabei, oder? Okay, was haben wir jetzt da gekriegt? Sanktum der Herrschaft ist das Ding. Okay, das war anscheinend auch noch offen. So, dann sind wir auf Black Lady Lothar. Da haben wir auch noch eine Schusswaffe. Und ich hoffe, ich kriege nochmal diese eine Removed-Flinte raus. Sind wir da? Neuerschaffungs... irgendwas? Schauen wir mal. Was für ein Raid ist das? Ah, das ist von Gahun Mythic. Da wollte ich nachher auch noch reingehen. Guck mal, haben wir zumindest schon mal die Schusswaffe. Dann habe ich hier auf dem Kron, auf Erida, auch noch eine Schusswaffe. Die Schusswaffen sind jetzt hier theoretisch schon rausgeflogen. Und was haben wir jetzt da gekriegt? Das ist wieder ein Epic-Teil. Aus dem Mausoleum HC von Raigalon. Okay, ich glaube, eine Mythic-Variante hatten wir vorher auch schon drin, ne? So, dann haben wir hier den Hatze, auch auf Anto. Gucken wir mal, wie oft wir jetzt das Token noch benutzen können. Ein paar habe ich ja mehr gefarmt. Okay, da steht schon wieder nur Source dran. Was ist es denn? Deforte heißt das Ding. Was ist das denn? Aus dem Mausoleum Normal. Machen wir noch eine Schusswaffe. Okay, das ist dasselbe nochmal. Und zwar aus Mausoleum Mythic. Das ist großartig anders aus. Ja, okay, das ist so ein bisschen golden schimmernder, ne? Und hat einen roten anstatt hier diesen türkisen Kristall. Naja, gut. So, dann habe ich noch meinen Voitiller am Start. Der hat ebenfalls noch zwei Schusswaffen. Ich denke mal, jetzt müsste dann bald Feierabend sein. Okay. Oh, hier bin ich auch wieder in dem Dienste-Channel. Warte mal, ich lief erstmal den Dienste-Channel. I5 ist es und dann posten wir das mal. Also, das ist ein grünes Gewehr. Das müsste irgendwas... Ach, schau mal an, das ist kein Remove, das ist BG-Belohnung. Und zwar von diesen Levelbeuteln. Na, das ist auch relativ kacke zum Farmen tatsächlich. Das hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das ja auch drin sein kann. Schauen wir mal. Ah, guck mal, nochmal das eine Item aus dem Mausoleum, diesmal im LFR. Und was, wie sieht's jetzt aus? Ah, jetzt ist es Silber und hat auch so einen türkisen Kristall oben. Interesting. Ich dachte, das sind vielleicht alle komplett verschiedene Farben, ne? Aber anscheinend türkise Kristall bleibt. So, dann habe ich meinen Bone Char hier noch. Schauen wir mal, komm, das letzte Sylvanas-Item. Ah, kacke, jetzt habe ich das andere gekriegt.
kann sein, dass ich es jetzt nicht mehr einsetzen kann, dass ich es nicht mehr bekomme, oder? Oder warte mal, ich habe alle IDs. Wait. Wo ist jetzt der Bogen her? Sanktum der Herrschaft? Und das war der Removed, ne? Interesting. So, jetzt gucken wir mal. Ich habe hier noch einen Bogen auf Becky. Ich hoffe, ich kriege die letzte ID, die ich noch offen habe, von dem Legendary Bogen. Ne, das sieht schlecht aus. Was haben wir da gekriegt? Eins aus WOD. So wie das aussieht. Aber das bringt tatsächlich nichts. Ja gut, brauchen wir auch, ne? So, dann sind wir auf dem nächsten. Und zwar den Vertilat. Gucken wir mal, ob wir die Flinte überhaupt noch einsetzen können. Ja, können wir tatsächlich. Und ich habe es wieder verkackt, dass ich hier im Dienste-Channel bin. Leaf 5. Dann gucken wir mal, was das hier Schönes ist. Ah, nice. Ich habe doch noch die dritte ID gekriegt. Das war jetzt wichtig und richtig, seht ihr? Da hatte ich nämlich Angst, dass ich die drei IDs nicht bekomme, aber die sind alle abgehakt. Also müssten wir eigentlich mit den Schusswaffen durch sein. Jetzt gucken wir mal, ob ich hier auch die letzte ID noch kriege von der Legendary-Waffe. Nice, ich habe auch die letzte ID von der Legendary-Waffe. Okay, sehr schön. Und jetzt, also ich vermute, dass ich jetzt alles habe, aber ich habe nur ein, zwei Drucken, glaube ich, rumliegen. Und da können wir mal gucken, ob wir dann wirklich fertig sind. So, jetzt testen wir das mal. Ich bin jetzt noch auf Hela auf Egwin und jetzt müssen wir mal gucken, wenn ich die Schusswaffe einsetze, ob dann kommt, dass ich alle Dinge habe. Ja, ich dachte es mir. Okay, also Schusswaffen sind wir jetzt definitiv durch. Jetzt müssten wir theoretisch noch gucken, wegen den Bögen, aber so wie ich das gesehen habe, glaube ich, keinen Bogen mehr. Und dementsprechend kann ich es nicht testen. Ich müsste aber auch mit den Bogen fertig oder mit den Bögen fertig sein. Wenn wir jetzt hier reingucken, da sind ja nur die removeden Items drin. Jetzt ist quasi hier der Legendary Bogen noch dreimal aufgeführt, aber abgehakt, ne, dass ich es fertig habe. Der ist drin, weil es da auch noch eine Heldentat gibt. Und die kriegst du aber nur, wenn du den Bogen wirklich anlegst. Und da ich ja mit dem Quantum Tokens nur die T-Mog-Vorlagen kriege und nicht die Items an sich, habe ich das natürlich nicht erfüllt. Gut, jetzt muss ich mal noch gucken, ob ich nur irgendwo einen Bogen rumliegen habe. Und dann schauen wir mal noch. Eventuell habe ich irgendwo einen vergessen. Muss ich mal nochmal die Chars ein bisschen durchgucken. Gut, ich habe jetzt noch alle Chars durchgeguckt. Hier in meinem Add-on im Alteraholic. Aber das habe ich jetzt nur noch ein paar Bögen auf Chars, die sie quasi nicht einsetzen können. Also DK, DH, Druid, Priester und Paladin. Also das wird leider nichts. Auf den anderen Accounts leider auch nicht. Ich vermute, ich bin durch. Ich werde mal dann noch ein paar Schilde sammeln. Da werden wir dann das nächste Opening machen, sobald ich die, was sind jetzt, glaube ich, 43 Schilde, was ich mir ausgerechnet habe, was ich noch brauche. Heißt, da muss ich jetzt noch ein bisschen sammeln und vielleicht kriege ich nebenbei dann noch mit dem einen oder anderen Warrior einen Bogen. Dann können wir das auch noch quasi am Ende bestätigen, dass die Bögen wirklich fertig sind. Juti, für das kleine Opening-Video soll es das gewesen sein. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Sollten Fragen zu den Quantum-Items noch offen sein, schreibt die gerne in die Kommentare und falls ihr die Runs mitlaufen wollt, ich mache jetzt noch die nächsten Wochen meistens immer Mittwochs, Donnerstag die Runs für die Schilde. Also wenn ihr damit wollt, könnt ihr gerne mitkommen, solange ihr einen Char habt, der so ein Schild tragen kann, ne, der es auch kriegen kann. Gut, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.